42. Ja! Mission erfüllt! Hört mal, ihr müsst gut aufeinander aufpassen. Euer Vater und ich helfen an den Spielboden. Toll! Was wollen wir als erstes machen? Verschwindenswerk! Ich muss mir ein Los kaufen, bevor jemand anders meine Nummer kriegt. Dann passe ich eben selbst auf mich auf. Weißt du, wo das Piratengewinnspiel ist? Ich glaube, in dem Zelt da drüben. Willst du probieren? Ja, danke. Hey, komm zurück. Martin, halt ihn auf. So, wer möchte als nächstes spielen? Ah, Henry, wie schön, du meldest dich freiwillig. Nein, ich kann nicht. Ich muss doch zu... Ach, sei nicht so schüchtern, versuch's einfach mal. Das ist die falsche Richtung, Henry. Entschuldigung, Frau Sonnelich. Ich muss los. Hallo? Hallo? Ich möchte ein Los kaufen. Hallo? Der Stand ist noch nicht geöffnet, Henry. Komm später nochmal. Da ist der. Schnapp ihn dir. Schnell weg hier. Hä? Der Nächste. Schön gerade sitzen. Der Losverkauf für das Piratengewinnspiel ist nun eröffnet. Kommt und versucht euer Glück. Platz da. Ich komme. Wow! Oh nein! Einer von denen schnappt mir bestimmt die Nummer 42 vor der Nase weg. Okay, ganz ruhig. Denkt nach. Was würde Rapper Seppa tun? Normalsterbliche würden jetzt bestimmt aufgeben. Aber ich kämpfe gegen meine Feinde. Gegen jeden Einzelnen. Und ich werde siegen. Okay, wer ist der Erste? Ah, der brutale Bär. Das wird babyleicht. Na, warte. Ich mach dich fertig, Henry. Beruhig dich. Ich mach's ja wieder gut. Ich verrate dir, welche Nummer gewinnt. Ehrlich? Klar. Und dich kostet es auch nur 50 Cent. Einverstanden. Die Nummer 95. Hallo, Andy. Du weißt schon, dass der erste Preis ein Bungee-Sprung ist, oder? Was? Und der zweite Preis sind zwei Bungee-Sprünge. Versuch ja nicht, dich vorzudrängeln. Brauche ich gar nicht. Ich weiß, welche Nummer gewinnt. Kostet aber. Ach, na schön. Welche Nummer gewinnt? Nummer 42. Ich schwör's. Ehrlich. Die Nummer 42 wird gewinnen. Du schuldest mir 50 Cent. Meinst du wirklich, dass ich darauf reinfalle, Henry? Ha! Ich nehme die 31. Ja, das klappt wie geschmiert. Oh nein, Muskelmartin hat ein Lohn. Du musst dich auch verstecken. Doch nicht vor der rasenden Rebecca. Bis jetzt habe ich alle Babysitter in die Flucht geschlagen und die kriege ich bestimmt auch noch klein. Wir werden schon sehen, wer gewinnt. Hey, aber das hier ist doch mein Versteck. In unserem Haus
Haus ist eine Einbrecherin. Kommen Sie schnell her. Eine Einbrecherin? Keine Angst, Junge. Ich schicke sofort einen Streifenwagen vorbei. Wie sieht diese Einbrecherin denn aus? 3 Meter groß. Riesige Zähne, wie Eisberge. Und sie hat sich gerade vor unseren Fernseher gesetzt. Aber das ist Rebecca. Und sie ist doch keine Einbrecherin. Nein! Wenn die Polizei Rebecca für eine Einbrecherin hält und sie mitgenommen hat, habe ich dann beim Versteckenspielen gewonnen? Nein. Beim Versteckspielen hat keiner von euch gewonnen. Ich bin also eine Einbrecherin und ich bin 3 Meter groß, mit Zähnen so groß wie Eisberge. Das war nicht meine Idee. Ich finde sie ganz, ganz reizend. Ab ins Bett. Ich gebe euch 5 Sekunden. 1. Lauf! 2. 3. 4. 5! Denk nicht mal dran, nochmal aufzustehen. Oder es wird dir leid tun, dass du je geboren wurdest. Die macht mir meinen ganzen Ruf kaputt. Hoffentlich findet das niemand raus, dass ich 2 Stunden zu früh ins Bett gegangen bin. Henry, ich bin's, Peter. Ich will nur wissen, was du jetzt vorhast. Was ich vorhab? Du bist doch Henry. Das wirst du dir doch nicht gefallen lassen. Nein, ganz bestimmt nicht. Denn Henry hat niemand Befehle zu geben. Das ist unser Haus. Wir haben Rechte. Wir lassen uns nichts befehlen. Wir wehren uns gegen die Unterdrücker und kämpfen für unsere Freiheit. Denn ich bin Henry und du bist Peter. Ich glaube, ich bleib lieber in meinem Zimmer. War klar. It's so easy being me. I'm Guten Tag, Madame Tutu. Beginnen wir gleich mit der Generalprobe. Nehmt bitte alle eure Position ein. Linda? Du warst auch gemeint. Oh, Vielen Dank. Gut, die Wolken dort drüben, die Blumen da drüben, Gewitterwolke dahin und die Regentropfen hier vorne. Und es geht los. Leicht wie ein Soufflé, Kinder. Leicht wie ein Soufflé. Schubst mich! Och, und plié! Konzentration, Laura! Denk an ein Gewitter! Madame, Henry tritt mich! Ferse spitze, Drehung nach links und schön die Arme schwingen! Oh. Pass doch auf! Madame, Henry rampelt uns an! Und Pirouette! Eine Katastrophe. Tut mir leid, Madame Tutu. Ich versuche mein Bestes. Vielleicht sollte ich lieber nicht auftreten. Jetzt höre mal, Henry. In meiner Klasse gibt niemand auf. Ach nein? Nein. Jeder hat Talent, wenn er an sich arbeitet. Und du wirst mit allen anderen auf der Bühne stehen. Verlass dich drauf. Oh. Was mache ich nur, Bert? Mir muss langsam was einfallen. Vielleicht wird die Aufführung ja so mies, dass du da überhaupt nicht auffällst. Das ist es! Genau! Bert, ich muss mir deinen Karateanzug ausleihen. Hey, danke! Was habe ich denn gesagt? Keine Ahnung. Flau im Magen. Meine Mutter habe ich schon gesehen. Wir sind Wolken. Wir sind Wolken.
wir sind die besten Wolken, die es gibt. Kommt jetzt, Kinder. Es wird Zeit, eure Kostüme anzuziehen. Jetzt wird es Zeit für mein Kostüm. Peter ist nicht zu nervös. Und ich hoffe, Henry tanzt nicht aus der Reihe. Auf eure Plätze, Kinder! Beeilt euch! Wo ist Henry? It's so easy being me. I'm Henry. Wir werden zu spät kommen. Wir werden zu spät kommen. Gut. Oh. Beeilt euch, wir müssen reingehen. Keine Sorge, Peter, das geht schon. Wie siehst du denn aus? Du bist ganz schmutzig. Fass mich ja nicht an, verstanden? Pass gut auf, du Bengel. Das ist der schönste Tag in Zitas Leben. Und wenn du ihr den versaust, werde ich sehr, 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 sehr böse. Also was wirst du heute sein? Sehr, 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 sehr brav. Schönste Tag im Leben. Ist sie nicht bezaubert? Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier eingefunden, um der Vermählung von Zita Zenobia und Paul Peregrinus. Peregrinus? Still, du Rotzlöffel. Und ich lieb dich. Ja, ich lieb dich. Ich lieb dich. Denn ich lieb dich. Ach, ich lieb dich. Coolste Schuh sieht klasse aus und er tut denn noch dazu. Mit Ruta Toots bist du Hip-Hop-In, denn bei diesem coolen Schuh ist der Sound mit drin, yeah. Wow! Diese neuen Turnschuhe muss ich unbedingt haben. Kaufst du mir bitte noch mehr Taschentücher, Mama? Taschentücher. Gut. Jetzt müssen wir nur noch Henry sagen, dass wir einkaufen gehen wollen. Oh, der will bestimmt nicht mit. Mama, Mama! Wir müssen einkaufen gehen, jetzt sofort! Hör zu, Henry, es ist mir egal, was du sagst und was für ein Theater du veranstaltest. Wir gehen einkaufen. Ach ja? Super! Hä? Schokoladenpudding mag ich am liebsten.
Das war ja ganz leicht. Ja, etwas zu leicht. Das war ja leicht. Und Mama kauft mir endlich etwas, was ich will. Jetzt komm, Henry, wir wollen los. Router tut's, ich komme. Juhu! Warte, bis du meine neuen Router-Toots siehst. Router was für Dinge? Router-Toots, die super coolen neuen Turnschuhe, die mir Mama kauft. Turnschuhe? Wir kaufen dir eine neue Hose. Eine Hose? Ja, du brauchst keine neuen Turnschuhe, du brauchst eine neue Hose. Eine Hose? Nein! Die Router tut's wenigstens ansehen? Ach, hör auf zu quengeln, Henry. Aber... Bitte geh und hol mir ein Spülmittel. Das leicht schäumende. Dort drüben. Das ist echt gemein. Nie kriege ich das, was ich will. Oh, du hilfst deiner Mama heute beim Einkaufen. Wie süß. Lass mich in Ruhe, doofe Ziege. Was machst du hier? Du hast doch einkaufen. Ha, nicht wenn mir meine Mutter Router tut's kauft. Router tut's? Wirklich? Ha! Ich hoffe, sie kauft dir dazu auch ein neues Gehirn. Dann bis später, Spülibubi. Ach, wenn sie doch nur nicht aus allem so schnell rauswachsen würden. Ist das Richtige, Mama? Das leicht schäumende? Nach dem Abendessen geht's ab in die Wanne. Nur ich, die Quietscheente und das Krokodil. Und Peter. Papa sagt... In diesem Haushalt wird zu viel Wasser verbraucht. Ab sofort badet ihr zusammen. Aber ich will nicht auf der Seite vom Wasserhahn sitzen. Es ist zu heiß. Neue Hausregel. Wer beim Wasserhahn sitzt, darf die Temperatur bestimmen. Ich sitze diesmal auf der Wasserhahnseite. Nein, das sitzt du nicht. Ich bin dran. Ich bin auf der Wasserhahnseite. Nein, du nicht. Ich bin dran. Oh nein. Oh nein. Papa beschließt, dass es doch keine so gute Idee war, uns zusammen baden zu lassen. Mama sagt, um 8 Uhr muss ich ins Bett. Aber um 8 geht doch kein Mensch ins Bett. Außer gute brave Jungs, so wie der perfekte Peter. Und mein Freund Bert darf immer ins Bett gehen, wann er will. Mach dich bettfertig, Henry. Also mache ich das. Ich halte den Rekord als langsamster Zähneputzer der Welt. Ich sage Papa, dass ich Hunger habe. Zu essen gibt's jetzt nichts mehr. Und dass ich Durst habe. Na gut, ich hol dir ein Glas Wasser. Gute Nacht, Henry. Wenn ich König bin, dürfen alle Kinder so lange aufbleiben, wie sie wollen. Aber bis es soweit ist, muss ich mir eben was einfallen lassen. Henry? Oh. Mama, es ist zu hell! Komme! Mama, es ist zu dunkel! Oh. Papa, ich kann Mr. König finden. Ich glaube, ich habe ihn in der Küche gelassen. Gut, ich sehe mal nach. Also warte ich und warte und warte. Ach, muss man denn immer alles selber machen? Typisch, sie sind nicht mal gekommen, um mich zuzudecken.
Mal sehen, was die alte Streitaxt dazu sagt. Mieze?